Willkommen zurück bei Final Fantasy VII. Wir sind in der Nähe des Wallmarktes. Wir haben eine neue Nebenaufgabe bekommen. Auch in der letzten Folge haben wir eine Nebenaufgabe abgeschlossen. Unter anderem auch das mit der Enkelin des Racheengels. Und natürlich auch noch diese ganz klitzekleine Nebenaufgabe mit Johnny, für die es unter anderem auch natürlich eine Trophäe gab. Jetzt versuche ich mir natürlich einen Plan zu machen. Wie komme ich in die Kanalisation, um eine weitere Nebenaufgabe abzuschließen? Denn wir müssen noch eine Schatzkammer von Corneo finden. Alle mal hergehört! Packt eure Sachen zusammen! Wir brechen bald auf! Naja, ihr brecht bald auf. Könnt ihr mir sagen, wie ich in die Kanalisation komme? Wir haben ja auch eine Nebenaufgabe bekommen, wo wir jetzt da rein müssen. Aber ob wir da in die Kanalisation kommen, das ist jetzt hier die Frage. Ich werde nochmal kurz abchecken. Bin ich komplett aufgeladen? Nein, bin ich nicht. Daher ruhen wir uns nochmal schnell aus und dann gehen wir da runter. Da müssen wir ja in ein unterirdisches Labor. TP und MP sind vollständig wiederhergestellt. Und wir haben natürlich auch noch Waffenpunkte bekommen, die ich sogleich dann mal einsetzen werde. Fangen wir doch mal bei Cloud an, bei der Hartklinge. 17 Punkte haben wir da. Was können wir hier überhaupt noch verbessern? Der Kern ist schon mal fertig. Naja gut, 17 Punkte haben wir. Wir machen mal hiervon was, und zwar das hier. Mehr Punkte haben wir leider nicht. Reicht auch erstmal, dann gehen wir bei Barrett drauf. Auf die Atomschere oder auf den Knallprotz am besten, weil den hat er ja auch ausgerüstet. Der Waffenkern ist fertig. Was können wir denn hier noch machen? Machen wir einfach alles das, was wir können. So viel ist es ja nicht. Das war's dann leider auch schon. Dann gehen wir noch schnell bei Tifa drauf. Ich werde jetzt nicht alle Waffen machen. Ihr merkt das sicherlich schon. Was haben wir hier bei dem Mithril-Clown? Bei den anderen Waffen haben wir auch noch eine Menge Punkte, aber das ist ja nicht von Vorteil, das zu machen, da wir ja die Mithril-Klauen vorrangig im Moment jedenfalls nutzen. Ah ja gut, machen wir das hier mal voll. Dann ist dieser Kern auch abgeschlossen. Und die anderen Waffenmodifikationen für die anderen Waffen mache ich dann ein andermal. So, dann geht's jetzt hier runter in das unterirdische Labor und hoffentlich kommen wir dann auch irgendwie noch zur Kanalisation, denn wir sind ja ursprünglich in die Kanalisation damals gelangt, wo wir durch diese Falltür in der Villa von Corneo runtergefallen sind. Und dann sind wir beim Eisenbahnfriedhof rausgekommen. Aber der Eisenbahnfriedhof war ja auch in der Nähe von den Slums von Sektor 7 und da Sektor 7 ja mehr oder weniger zerstört wurde, kommen wir da jetzt, glaube ich, erstmal nicht so einfach ran. In den Tunnel begeben. Na, warte mal, Cloud. Das machen wir gleich. Ich möchte noch mal kurz was abchecken. Da vorne ist noch was. War ich da noch nicht gewesen? Was ist? Ich glaube, ich kann jetzt weiterlaufen. Doch, hier war ich schon. Wollte gerade sagen, das kam mir gerade so komisch vor. Ich muss aber noch mal kurz auf die Karte schauen. Sektor 7. Ja, das war eigentlich hier unten. Hier ist ja die eingestürzte Schnellstraße. Da kommen wir so ohne weiteres, glaube ich, gar nicht weiter. Oder etwa doch? Nee, ich glaube nicht. Aber ich laufe da doch nochmal zurück. Ich war mir jetzt einfach nicht so sicher. Aber ich möchte sagen, das war hier das Gebiet, wo wir mit Aris damals waren. Wo wir das auch mit den Roboterarmen gemacht hatten. Aber es muss ja, wie gesagt, noch einen Weg in die Kanalisation geben. Denn ansonsten können wir diese Schatzkammer ja nicht finden. Ja, genau, das war das mit den Roboterarmen hier. Okay.
Da komme ich jetzt aber, glaube ich, nicht weiter. Nee, ich glaube nicht. Naja, wenn nicht, werde ich das noch ein andermal ablaufen. Es muss, wie gesagt, einen Weg geben. Wir begeben uns jetzt erstmal in diesen unterirdischen Tunnel. Das hat ja auch mit dieser Nebenaufgabe zu tun. Da werden wir sicherlich irgendeine große Bestie besiegen müssen. So klang das auf jeden Fall für mich. Ich bin echt gespannt, um was es sich diesmal handeln wird. Zurück zur Oberfläche. Für manche Aufträge und Schätze musst du in Keller und tiefe Stockwerke hinabsteigen. Wenn du wieder an die Oberfläche zurück willst, halte einfach L1 gedrückt, um jederzeit wieder aufzusteigen. Ach so. Okay, das wird da unten links jetzt bei Kommandos auch eingeblendet. Das war vorher natürlich nicht so. Aber hier in dieser Umgebung, da waren wir schon mal mit Barrett. Da wurden wir dann damals, wie gesagt, von der anderen Gruppe getrennt, also von Cloud und von Tifa. Und dann sind wir da eine Weile mit Barrett rumgerannt und dann hat sich natürlich auch nachher noch Tifa wieder der Gruppe angeschlossen und zum Schluss hatten wir dann auch Cloud gefunden. Und jetzt kommen wir hier wirklich weiter. Gestern Abend sind einige Straßen eingebrochen. An ein paar Stellen soll kein Durchkommen mehr sein. Das klingt ja nicht so toll, mein Freund, aber wir schauen uns das mal an. Na, sieh mal einer an. Hier unten ist ein Verkaufsautomat. Aber waren wir hier nicht schon? Doch, das hatten wir alles schon mal gekauft, glaube ich. Ja, das hatten wir alles schon. Hier gibt es auch keine neuen Materia. Das ist jetzt aber eingestürzt. Also gibt es nur noch den Weg zurück. Ja, aus der Ferne haben wir lautes Gebrüll gehört. Wir waren hier in diesem Bereich schon mal mit Tifa und Barrett und wir gehen jetzt den Weg einfach wieder zurück. Da vorne sind noch irgendwelche Subspezies und einen Auslöscher habe ich da auch gesehen. Machen wir erstmal die hier fertig. Oh, Cloud. Das war's dann. Nicht übertreiben. Es geht los. Na, komm ruhig. Lichter los. Dein Einsatz. Hier kommt Barrett. Ah ja, hier kommt Barrett. Hab schon vorher was gemacht. Überlass das mir. Ja? Da geht noch was. Das war's. Ja? Gib ihnen Saures. Hör mal los. Nicht so nah. Los, gib alles. Jetzt ist recht. Verzieh dich. Verdammt, habe ich voll daneben gehauen. Verdammt. Schluss mit lustig. Übernimm du. An die Arbeit. Okay, schon gewonnen. Mal auf. Schlag. Mal schauen, wir kommen darüber. So viel steht schon mal fest. Aber wo ist jetzt hier der genaue Weg? Also der Weg, der uns zum Gebrüll führt. Laufen wir hier vorne erstmal lang. Ich weiß nicht, die TP, wie weit sind die? Oha, okay. Da müssen wir dann doch nochmal was heilen. Das sollte jetzt aber ausreichen.
Auch das noch. Gewitter! Ich zähle auf dich. Es geht los! Warte mal, Tifa, wir müssen uns erstmal um die anderen schnell kümmern. Ich weiß nicht, hatten wir die schon im Analyse mal gehabt? Mit Wind sind die schwach, okay. Nun bleib mal hier. Nun bleib doch mal hier. Nun komm schon. Hoffentlich treffen wir den jetzt auch. Haben wir den überhaupt getroffen? So, jetzt habe ich deine volle Aufmerksamkeit, wa? Ah, verdammt, das ist ja wieder wirkungslos. Ich muss aber trotzdem irgendwie mein ATB aufladen. Dann mache ich das am besten am Auslöscher, wa? Jawohl, dagegen ist er schwach. Oh, verdammt. Viel Erfolg! Wurde schon angedeutet! Warte mal, du kleiner Auslöscher. Hab schon Vorarbeit geleistet. Verdammt, sind die flink. Die treffe ich auch so gar nicht. Ich zähle auf dich. Es geht los. So, Tifa, du musst mal wieder mit Arrow ran. Da geht noch was. Festhalten. Warum habe ich den jetzt verdammt nochmal nicht getroffen damit? Achso, die sind jetzt nur noch gegen magische Angriffe oder gegen physische Angriffe verwundbar, kann das sein? Okay, der ist down. Ich zähl auf dich. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Verzieh! Übernimm mal! Ich mach das. Ja, weiter so. Du auch, Cloud. Ja, danke, Barrett. Mal schauen, wo müssen wir hin? Von da kamen wir ja. Ist ja alles gerade so ein bisschen verwirrend. Denn auf der Ebene da oben waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Sehen wir hier irgendwas Neues auf der Karte? Oh, Bluthund. Das ist ein neuer Gegner. Dann übernimm. An die Arbeit. Der ist schwach gegen Eis, okay. Gib auf dich acht. Wurde schon angedeutet. Ich zähle auf dich. Lass mich mal. Zack. Ja. Das war's. Das sollte reichen. Ein Ende. Jawohl, Sieg. So, das sind die Tresorräume. Oh, hier werden wir auch nichts weiter finden, glaube ich. Nee. Hier befindet sich leider nichts, warum auch immer. Dann schnell wieder hier durch und dann da runter. Da brauche ich gar nicht rein, wenn in den anderen Kisten nichts war, wird sich da auch nichts befinden. Wir kommen dem Gebrüll immer näher. Wo geht es weiter? Entweder da runter auf dieser Leiter. Okay, da war wieder ein Reim. Der musste auch mal wieder sein. Da war auch wieder einer. Im Endeffekt ist es ja egal, oder? Ob wir jetzt die Leiter da runtergegangen wären oder hier rumgelaufen. Da geht es weiter nach unten. Und was haben wir hier oben? Ach so, hier haben wir gar nichts. Na ja, gut, dann gibt es nur noch diesen einen Weg da hinten.
Das laute Gebrüll klingt jetzt näher als zuvor. Ich lasse die Kisten da mal. Ich glaube nicht, dass da was drin gewesen wäre. Ist das hier auch wirklich der einzige Weg, Cloud? Das ist schon mal keine Tür, warum auch immer. Oh nein, nicht die schon wieder. Ziemlich schwach. Sehr gut. Es ist aus. Da geht noch was. Was? Meine Fresse. Ja. Ziemlich schwach. Barrett, alles klar? Nee, sieht nie so aus, wa? Nichts überstürzt. Es geht los. Ach, guck mal an, Barrett schnarcht. Barrett, bist du wach? Nee, ist er nicht. Ich mach das. Schon gewonnen. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Naja, Barrett, aber du hast eben geschlafen. Aber das sollten wir ihm nicht sagen. Da wird er bestimmt stinksauer. Hier geht's auch nicht weiter. Dann ist das hier der richtige Weg. Ja, das ist genau das, was wir damals mit Barrett hatten in diesem Level hier. Aber irgendwo muss es dann hier weitergehen, wo wir beim ersten Mal nicht rangekommen sind. Wir hatten auch damals schon ein Gebrüll gehört, aber wir konnten, wie gesagt, einen Bereich mit Barrett, glaube ich, nicht betreten. Und das war der Bereich hier. Aber da können wir ja jetzt durch. Oh mein Gott, ein großer Raum bedeutet nichts Gutes. Konzentriert bleiben. Tolle Nummer, ganz tolle Nummer. Ich wollte mich eigentlich vorher noch heilen. Oh, verdammt, jetzt habe ich keine ATB. Ein großer Behemoth. Der hat bestimmt eine richtig große Reichweite. Jetzt hat er es auf mich abgesehen. Na, großer, alles klar bei dir. Ich werde mal kurz tiefer heilen. Ah, verdammt, ich brauche ja Äther. Ich nehme mal einen Turbo-Äther. Dann übernimm. Das darf einfach nicht sein. So, Tieferlein, du darfst dich jetzt mal bitte heilen. Gib auf dich Acht. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Wir gehen erst jetzt. Wir werden ihn gleich analysieren, sofern das möglich ist. Vanzilig. Ist das alles? Vergiss es. Oha, Barrett. Das war ja heftig. So, du kannst auch mal wen heilen, und zwar Cloud. Los, gib alles. Zieh dich zurück. Ja, das hat reingehauen, war Cloud. Am besten wir heilen tiefer gleich nochmal. Oh, die geile Musik ist wieder da. Ich zähl auf dich. Die Arbeit. Das hat wehgetan. Jetzt werden wir erstmal analysieren, was können wir dann bei ihm machen. Ich weiß es gar nicht. Leicht resistent, okay, der ist gegen Feuer, Eis, Blitz und Arrow und Magie und physische Attacken. Was steht denn hier noch? Zerstöre seinen Ober- oder Unterkörper, um ihn zu Boden zu bringen. Wenn du ihm ein weiteres Bein brichst, während er am Boden ist, versetzt du ihn in den Schockzustand. Er kontert Magieattacken mit seinen Hörnern, also zerstöre sie, bevor sie versucht, ihm mit Magie den Garaus zu machen. Okay, wir können magischen Ring bei ihm stehlen, sehe ich gerade. Sollten wir das mal versuchen? Frage ich mich gerade. Ich zähl auf dich. Roger, ich übernehme. Nicht so nah. Was soll der Scheiß? Wir können also mit Magieattacken angreifen. Haben wir irgendwas Besseres als Eisra oder Feuer? Gehen wir erstmal auf den Unterkörper. Jetzt erst recht. Nicht
Nicht übertreiben. Überlass das mir. Ach du heilige Scheiße. Ja, Tifa, da müssen wir uns wieder heilen. Kann ich dir das überlassen? Ja, das wäre toll. Das wäre richtig toll. Wir brauchen noch ein bisschen ATB. So, Barret, du musst dich auch wieder heilen. Verdammt, geht er jetzt auf mich? Ich hoffe nicht. Neuer Plan. Überlass das mir. Ich muss unbedingt auf den Unterkörper gehen. Dem habe ich schon ein bisschen Schaden zugefügt. Jetzt geht er wieder auf mich. So, jetzt am besten mal wieder mit Feuer auf den Unterkörper. Aber wir kriegen ihn noch nie und immer einen Schock so, oder? Oh mein Gott, da stand ich jetzt aber mal richtig falsch. Da muss ich mich nochmal heilen. Übernimm du. Es geht los. Ich muss auf den Unterkörper gehen, weil ich da einfach schon den meisten Schaden bisher verursacht habe. Verdammt, jetzt fehlt mir Mana-Punkte. Gib auf dich acht. Jetzt hab ich hier das Sagen. Amok-Modus. Oha. Du bist am Zug. Ich mach das. Cloud macht das. Na, das will ich sehen. Oh, verdammt. Jetzt geht er wieder auf mich. Schnell Barret heilen. Ich zähle auf dich. Ich leg los. Ja, mach das bitte tiefer. Verdammt, Tifa ist down. Das ist nicht so toll. Hängen wir den Spieß um. Jetzt erst recht. Ich kann noch kämpfen. Ich gebe alles. Der war richtig nice, Tifa. Hast du sehr gut gemacht. Aber ich muss die Jungs jetzt auch wieder heilen. Sicher ist sicher, wer weiß, was denn noch für Action abzieht. Jetzt hab ich ja das an. Na, verdammt, jetzt fehlen auch hier wieder die Mana-Punkte. Cloud, du musst dich auch heilen. Sicher ist sicher. Übernimm du. Unterkörper zerstört, jawohl. Jetzt müssen wir nur noch auf den Oberkörper gehen. Gib auf dich acht. Auf Onkel Barret ist alles. Das hat bestimmt wehgetan, Barret. Aber kriegen wir den echt so geschockt? Ich weiß es nicht. Ich hau mal den Kaktor rein. Mal gucken, ob uns der kleine Mann helfen kann. Ich lasse mal alleine alles machen. So, Barret, du gibst bitte mal ein Ether dem guten Cloud. Und Cloud gibt ein Ether der guten Tifa. Nichts überstürzt. Überlass das mir. Ich sollte das doch mit Mana machen. Also mit magischen Attacken. Jetzt macht er Body Slam. Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Ja, das sollte ausreichen. Oberkörper. So. Barret dann bitte auch mal auf den Oberkörper, wenn es geht. Jetzt ist er geschockt. Geht's. 10.000 Stacheln von dem guten Kaktus auch noch hinterher. Ich zähle auf dich. Jetzt gehen wir auf die Hörner. Ich habe noch von Cloud und von Barret ein Limit. Weiter geht's.
Erhol dich gut. So, mein Guter, du machst jetzt bitte mal ein Limit. Und zwar auf die Hörner. Und Cloud macht jetzt mal bitte Vision. Genieß es bis zuletzt. Wir müssen ihm natürlich jetzt auch wieder den Unterkörper oder den Oberkörper zerstören. Nur dann ist er schockbar. Der ist sicherlich auch nur schockbar für einen gewissen Moment. Aber wir können ihm ja natürlich auch versuchen, die Hörner erstmal zu zerstören. Ich zähl auf dich. Wurde schon angedeutet. Du bist am Zug. Es hagelt. Okay, das haut nicht so rein, wie ich mir das erhofft hatte. Dann müssen wir eben doch wieder den Unterkörper zerstören, aber vorher brauche ich Äther dafür. Dann übernimm. Es geht los. Viel Erfolg. Jetzt hab ich hier das Sagen. Vergiss es. Na, ich glaube, ich sollte jetzt auf den Oberkörper gehen, oder? Der Oberkörper ist ja schon mehr angeschlagen wie der Unterkörper. Genau. Los, gib alles. Ich zähle auf dich. Auf Onkel Baroness Palast. Ich leg los. Verdammt, uns fehlen wieder die Äther. Oder die Mana-Punkte. Jetzt hab ich dir das Sagen. Moment. Auf die Tür. Barrett, hau mal bitte einen Schockschuss rein. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Achtung, jetzt knallt's. Ja! Dreckstück. Dann übernimm. Wurde schon angedeutet. Ich übernehme. An die Arbeit. Halt durch. Ich krieg dich wieder hin. Ach du heilige Scheiße. Na, ob das noch was wird, Barrett? Ich bin mir da nicht so sicher. Barrett, halte bitte durch. Er blockt jetzt ein bisschen was. Ich muss tiefer wieder hochkriegen. Verdammte Axt, verdammte Axt. Das ist jetzt ein Spiel auf Messer. Schneide. So, das ist meine Chance. Nicht übertreiben. Nein, nein, habe ich nicht vorklaut. So, Cloudchen, aufpassen. Er geht jetzt wieder auf uns, oder? Was? Muss das beenden? Ah ja, ich bin ja schon dabei, das wieder hinzubiegen. Und weiter geht's. So, jetzt sind alle wieder am Start. Jetzt müssen wir uns wieder heilen. Leute, warte mal, ich muss euch heilen. Hier sieht richtig mies aus. Okay, Barrett heilt die anderen auch. Ich muss natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Schaden zufügen, sonst geht das nicht. Oh, verdammt, Cloud, der hätte jetzt nicht sein müssen. Alter Falter, was zieht er denn da für eine Show ab? So, Barrett ist wieder komplett voll. Oh, verdammt, jetzt geht er wieder auf mich. Ja, da geht noch richtig viel, Barrett.
Hier kommt Barret! Ja, und kaum sagst du das, fängst du dir eine. Wo sollte ich jetzt drauf schießen? Oberkörper oder Hörner? Machen wir mal auf die Hörner. Los, gib alles. Ah, der war nicht so toll. So, Cloud. Ah, jetzt müssen wir weg. Verdammt, verdammt, verdammt. Zur Sicherheit werden wir nochmal einen Ether reinschmeißen. So. Barret kann noch ein Limit reinhauen und das ziehen wir mal glatt auf den Oberkörper. Nur so können wir ihn halt schocken. Übernimm mal. Jetzt erst recht. Aufgepasst. Jetzt dreh ich richtig auf. Okay, der war nice. Und jetzt kriegt er noch ein wenig Eisra ab. Und zwar auf den Unterkörper. Dann übernimm. An die Arbeit. Linda! Schnell noch ein Limit rein und tiefer, komm schon. Viel Erfolg. Roger, ich übernehme. Tiefer, pass auf. Ich zähle auf dich. So, Claudchen, jetzt bist du dran, ne? Und zwar auf den Unterkörper, bitte den Kreuzschlag. Das war's dann. So, jetzt ist er geschockt. Ich bin bereit. Es ist unsere Chance. Es ist vorbei. Zusammen. Ich setz noch einen drauf. Linda. Das sollte reichen. Ein Barret-Spezial. Du bist am Zug. Was? Verdammt! Es geht los! Da! Wir müssen jetzt echt auf seine Hörner gehen. Dein Einsatz! Jetzt hab ich hier das Sagen! Oha, aber so viel hat er ja nicht mehr, seht ihr ja. Ich zähle auf dich. Ich mach's. Nichts überstürzt. An die Arbeit. Gib auf dich acht. Wurde schon ungeduldig. Die Frage ist jetzt, ist das wirklich so eine gute Sache mit den Hörnern? Ich glaube, das ist besser, wenn wir wirklich auf den Oberkörper und den Unterkörper gehen. Aber ich brauche erstmal wieder ein bisschen Äther. Hab schon Vorarbeit geleistet. Oh, tiefer Lein, das war nicht so toll. Nee, nee, darf es auch nicht. Kannst du das machen? Hier kommt Barret. Ich übernehme. So, Claudchen, das war knapp. Aber du brauchst unbedingt ein wenig Mana-Punkte mal wieder. Gib mein Bestes. Das ist toll, Tiefer, aber ich gehe mal auf Barret. Oh, verdammt. Oh, verdammte Axt. Okay, das verschafft mir jetzt aber Zeit, mich zu heilen. Nein, nicht mit Regener. Wir schaffen das. Oh, verdammt, Claudchen ist kampfunfähig. Komm schon, den müssen wir ganz schnell wiederbeleben. Viel Erfolg! Wurde schon ungeduldig. So, jetzt muss Claudchen wieder geheilt werden. Am besten. Achso, wer hat denn nur Vitra? Schade. Schon Vorarbeit geleistet. Jetzt. Ah, verdammte Axt. Weg da, Cloud. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mit Magie angreifen. Am besten auf den Oberkörper. Hier kommt Barret. Da
geht noch was. Wollen wir hoffen, dass da noch was geht. Ich zähle auf dich. Die Arbeit. Leute, weg da, der reißt was. Ich weiß nicht, ist das wirkungslos, wenn ich das auf den mache? Ich probiere das mal. Achso, geht ja gar nicht. Alter Falter, jetzt habe ich gesehen, was er hier abgezogen hat. Das schmeckt ihm bestimmt richtig toll, Barrett. Du bist am Zug. Ist das recht? Ach du Scheiße, was macht er denn jetzt? Leute, alle irgendwie bitte weg da. Sehr gut, die Truppe hat das auch geblockt. Nichts überstürzt. Ich darf hier nicht verlieren. Nein, darfst du nicht, Tieferlein. Barrett kriegt auf den Sack, der schreit gerade, ich höre das. Schon gut, ich hol noch was raus. Aber wir haben ihn fast, so viel Life hat er nicht mehr. Oha. Ja, das war der Auftrag Schreier aus der Tiefe. War an einer Stelle sehr heikel, habt ihr ja gesehen. Da wären fast alle hops gegangen. Also, es waren ja zwei hops gegangen und einer hat nur überlebt. Aber das ist hier immer noch nicht die Kanalisation, wo ich eigentlich hin wollte. Hier haben wir alles abgecheckt. Wir können natürlich auch zur Oberfläche zurückkehren. Und da sind wir auch schon an der Oberfläche. Dann können wir den Auftrag auch, glaube ich, abschließen. Ihr habt es geschafft? Wirklich? Danke. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Vielen lieben Dank dafür. Barrett hat eine neue Waffe bekommen. Schreier aus der Erde haben wir abgeschlossen. Was ist denn das für eine neue Waffe für Barrett? Ein Accessoire haben wir auch bekommen. Achso, das sind ja die Sachen, die wir uns gekauft haben. Stimmt, ja. Naja, gut, das ist wieder so eine Nahkampfwaffe. Bebende Erde. Barrett schlägt mit der Faust auf den Boden und schleudert so Gegner im Wirkungsbereich in die Luft. Ja, das ist sicherlich auch ganz nice. Ich muss die Waffe nur erstmal dann auch verbessern, um die ein wenig auf dein höheres Level zu bringen. Wie ihr seht, wir haben auch einen weiteren Kampfbericht abgeschlossen, nämlich das hier. Dadurch kriegen wir eine neue Materie, die nennt sich ATB-Kooperation. Und das fehlt dann nur noch. Dann haben wir alle, bis jetzt jedenfalls, Kampfberichte für Chadley abgeschlossen. Wir können ja mal schnell zu Chadley zurückkehren, sofern jetzt hier vorne keine neue Mission ist. Nee, sieht nicht danach aus. Nach Sektor 7 kommen wir dann nicht und ich glaube, wir kommen wirklich nur an die Kanalisation von Corneos Villa. Denn ansonsten wüsste ich nicht, wie ich jetzt diese eine Schatzkammer da finden sollte. Und mir fällt gerade ein, ich muss mir unbedingt Äther holen. Mir gehen so schnell immer die Mana-Punkte aus, das geht ja gar nicht. Die schöne Musik setzt wieder ein. Also die Musik beim Schokobo-Verleih natürlich. So, Shadley, mein Guter, wir haben wieder einen Kampfbericht für dich abgeschlossen. Was halten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Sieh an, das habe ich mir fast gedacht. Das ist die neue Materia. Genau. VR-Mission hat er leider nicht. Cloud! Ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln.
Na, sieh mal einer an. Da wurde wieder was Neues hinzugefügt. Was haben wir denn da? Sämtliche Magiematerie meistern insgesamt 12 Arten. Ach du heilige Scheiße. Davon habe ich erst 2 abgeschlossen. Das könnte ein längeres Unterfangen werden. Hast du jetzt noch VR-Mission? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Nein, hat er leider nicht. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das kann ich mir gut vorstellen, mein guter Shadley, aber hier können wir jetzt weiter nichts machen. Also das ist noch diese eine Nebenmission, die Kraft der Musik. Dann haben wir hier noch die Hauptmission in Corneos Villa, wo wir dann, so glaube ich oder hoffe ich jedenfalls, dann auch wirklich in die Kanalisation zurückkommen. Und in Sektor 5 haben wir natürlich auch noch eine weitere Nebenaufgabe, die sich dann nennt Rache der Schergen. Das ist der Auftrag von Madame M. Ja genau, das ist dieser Auftrag hier oben. Die Kronjuwelen, die kann ich erst abschließen, wenn ich in der Kanalisation bin. Hierzu fehlen mir noch Schallplatten, die können wir dann auch noch in Angriff nehmen. Und dann sind noch 2 weitere Aufträge, die jetzt noch nicht aufgetreten sind. Ich weiß nicht warum, vielleicht kommt das ja noch. Alles andere haben wir eigentlich abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, dann reicht das auch erstmal mit der Folge. Wir waren jetzt natürlich nur im unterirdischen Labor. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Und haben da auch, wie gesagt, nur gegen diesen Behemoth da gekämpft. Aber so ist das nun mal. Das sollte dann auch reichen. In der nächsten Folge werde ich dann noch die eine Nebenmission von Madame M in Angriff nehmen. Und sofern dann dafür noch Zeit ist, dann die Hauptgeschichte noch ein wenig vorantreiben. Denn ich hoffe wirklich, dass wir auch noch in die Kanalisation kommen, um dann natürlich die letzte Schatzkammer für Corneo zu finden, um dann den weiteren Auftrag mit Mireille auch abschließen zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das gerne kommentieren. Eure Erinnerungen an das Originalspiel natürlich auch in die Kommentare mit einfließen lassen. Und eure Eindrücke vom Remake. Vielen lieben Dank dafür schon mal und vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Dankeschön dafür. In der nächsten Folge geht's dann natürlich weiter. Am Walmart mit Final Fantasy 7.